Guten Tag, Herr Martius. Sie sind Geschäftsführer von Musikschule Fröhlich in Österreich. Können Sie mir kurz Ihr Konzept erläutern? Ja, also wir suchen engagierte Persönlichkeiten, die natürlich eine sehr gute musikalische Vorbildung haben müssen, die Kindern in der Umgebung ihres Wohnsitzes, also am Land sind es ungefähr 20, 30 Kilometer Radius, als selbstständige Musiklehrerinnen und Musiklehrer einen ganz besonderen Kindermusikunterricht anbieten wollen. Was ist denn das Besondere an Ihrem Musikunterricht? Naja, das Besondere ist das, dass wir einen besonders kindgerechten Weg haben. Das heißt, wir haben ein ganz klar strukturiertes Unterrichtskonzept mit ganz kleinen gezielten Lernschritten. Und dadurch können wir sicherstellen, dass eigentlich 100% der Kinder diese Lernschritte nachvollziehen wollen oder können und damit Erfolgserlebnisse haben. Und wenn Kinder Erfolgserlebnisse haben, dann bleiben sie auch dran, dann macht es ihnen Spaß. Und welche Musikinstrumente können die Kinder bei Ihnen lernen? Wir sehen uns als eine musikalische oder instrumentale Grundausbildung. Wir beginnen mit der Melodika, das ist ein kleines Blasinstrument mit Klaviertastatur, also schon eine sehr, sehr gute Grundlage. Und im ersten Jahr, ab 6 idealerweise, lernen die Kinder bei uns rund 25 Lieder und dabei schon ganz wichtige, auch theoretische Grundlagen, wie das Notenlesen etc. Anschließend machen wir was ganz Besonderes, nämlich wir versuchen, die Kinder zu motivieren, bei uns noch einige Jahre Akkordeon zu lernen, was sehr viele Menschen überrascht. Aber es ist eigentlich relativ einfach. Wir sagen den Kindern dann, schaut her, das ist ein Akkordeon, das halbe Instrument können wir ja schon, weil das das gleiche ist wie auf der Melodika. Und die Kinder lernen dann in einem ganz einfachen Schema mit der linken Hand, jetzt etwas vereinfacht dargestellt, diese Lieder zu begleiten. Und dabei passiert was ganz Besonderes. Dadurch, dass die linke Hand und die rechte Gehirnhälfte genau das machen, wofür sie prädestiniert sind, entwickeln die Kinder eine ganz besondere Art der Musikalität. Und so erreichen sie eine wunderbare musikalische Grundlage, gerade im Hinblick auf das Gefühl für die Harmonielehre. Aber, und das ist mir ganz wichtig zu betonen, die Kinder lernen bei uns nicht Akkordeon, damit sie keine anderen Instrumente lernen, sondern damit sie später, wenn sie das entsprechende Alter haben, die Finger groß genug sind oder die Zähne ausgebildet sind, alle anderen Instrumente um vieles, vieles einfacher lernen können. Das tut die Musikschule Fröhlich allerdings nicht mehr, sondern dann verweisen wir an die Musikschulen, an die Konservatorien oder auch an private Lehrer. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.